Du hast vor, eine neue App zu entwickeln und du stellst dir die Frage, brauche ich das Ganze auf iOS und auf Android oder nur auf einem von beiden? Genau darum soll es im heutigen Video gehen. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Chemet Labs. In diesem Video, wie gerade angekündigt, wollen wir uns einmal anschauen, wann gehe ich denn auf welche Plattform, muss ich beides entwickeln, welche Reihenfolge mache ich das? Wir haben hier zwei Betrachtungsweisen mit dabei, die ich dir einfach mal näher bringen will. Das erste, was du im Grunde für dich entscheiden musst, wenn es darum geht, ist im Grunde die Zielgruppe. Was meine ich damit? Und zwar kann es eben gut sein, dass du für einen speziellen Zielbereich eben entwickelst, wo es völlig ausreicht, dann halt eben eine der beiden Plattformen zu bedienen. Als Beispiel, also gerade im Firmenumfeld, wenn man für eigene Außendienstler oder Ähnliches eben etwas macht und hat dort die Geräte unter Kontrolle, also man weiß zum Beispiel, die haben alle iPads, dann reicht das natürlich völlig aus, wenn ich hier auch nur auf iOS entwickle. Kann aber natürlich eben, wenn ich es jetzt nicht ganz so gut unter Kontrolle habe, weil es eben meine eigenen Geräte sind, dann kann ich trotzdem herausziehen, wo ist denn meine Zielgruppe. Ich muss mir also Personas zum Beispiel definieren, also ich muss genau wissen, für wen entwickle ich das, was grundsätzlich immer sinnig ist. Da haben wir auch schon ein paar Videos zu, können wir vielleicht auch gleich nochmal verlinken. Also das heißt, du musst deine Zielgruppe ja kennen und kannst daraus dann halt eben über Marktforschung auch sehen, auf welchen Geräten sind die denn größtenteils unterwegs und kannst daraus die Strategie ableiten. Ganz abschneiden wirst du, gerade wenn es um den Endkundenmarkt geht, eigentlich beide Plattformen nie. Also im Grunde immer, wenn es ganz nach draußen an Endanwender geht, wenn du es nicht völlig unter eigener Kontrolle hast, wirst du eigentlich beide Plattformen brauchen. Es gibt aber quasi noch einen zweiten Aspekt, den ich hier mitgebracht habe, und zwar die Geschwindigkeit, die auch nochmal eine sehr entscheidende Rolle spielen kann. Kurz zum Wissen hierzu. Es ist so, wenn ich mit beiden Entwicklungen gleichzeitig starte, also sowohl auf iOS als auch auf Android gleichzeitig entwickle, dann laufe ich natürlich, wenn ich in irgendwelche Problematiken reinlaufe, wenn irgendwas vielleicht ein bisschen komplexer ist als erwartet, habe ich diese Thematik natürlich auf beiden Seiten zu lösen. Vielleicht kann es ein Thema sein, mit einer Plattform zu beginnen. Eben gerade wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Zielgruppenanalyse rausbekomme, dass irgendwie 80% der Zielgruppe hat zum Beispiel Android-Geräte, dann kann es sinnig sein, wenn ich Geschwindigkeit oder Zeit genug übrig habe, dass ich erstmal für Android in dem Fall entwickle. Dort sehe, welche Problematiken bringt denn dieses Geschäftsmodell vielleicht mit sich, auf welche Probleme könnte ich stoßen. Und sobald ich hier alles erledigt habe, habe ich quasi eine Vorlage in Anführungszeichen für die iOS-Seite. So kommen die Kollegen dann wesentlich schneller voran, weil sie eben schon die Lösungen kennen, die auf dem Weg erarbeitet worden sind. Das heißt, ich kann hier wesentlich effizienter unterwegs sein, als wenn ich es gleichzeitig mache. Habe natürlich die Problematik eben mit dieser Geschwindigkeit, dass ich nicht für beide Plattformen gleichzeitig auf den Markt gehen kann. Das ist also auch nochmal ein sehr, sehr spannender Punkt, darüber sich Gedanken zu machen. Kann ich vielleicht mit solch einer Lead-Plattform beginnen und eine zweite hinten anstellen oder möchte ich das Ganze gleichzeitig machen? Und die andere Überlegung eben, wie sieht meine Zielgruppe aus? Ist sie vielleicht sogar nur auf einer Plattform oder in welcher Größenordnung sind sie denn eben auf eine der beiden Plattformen vertreten, um solche Entscheidungen auch treffen zu können? Wirst du es wahrscheinlich schon gedacht haben, wenn ich jetzt zum Beispiel rausfinde, ich habe eben auf beiden Plattformen gleich viele Kunden oder was relativ gängiges ist, dass eben auf Android zwar die größere Masse an Menschen ist, auf iOS ein bisschen weniger, dort aber mehr Umsatz generiert wird, weil das ein bisschen ein zahlfreudigeres Publikum ist, dann komme ich unterm Strich vielleicht trotzdem auf den Punkt, dass ich im Grunde wirklich mit beidem gleichzeitig starten sollte. Es macht aber wirklich total Sinn, eben die Thematik nochmal zu durchdenken, weil zum Beispiel, neuestes Beispiel, Clubhouse vor einigen Monaten war es exklusiv auf iOS am Anfang unterwegs und die haben das Ganze aus Marketing-Sicht auch sehr, sehr stark genutzt, um hier halt eben dieses zahlkräftigere Publikum eben mit reinzubringen. Dort ging es in erster Linie gar nicht unbedingt um das Zahlkräftige, sondern dass die Leute im Grunde dann eher um einen Business-Kontext vielleicht auch gesprochen haben, weil zumindest hier im deutschen Raum ist es so, dass gerade in den höheren Level an Positionen doch sehr verstärkt eben iPhones genutzt werden und nicht mehr ganz so stark Androids. Also von dem her, das Wissen über die Zielgruppe, super wichtiges Ding, dass ich eben solche Entscheidungen gut treffen kann, weil unterm Strich kann ich mir damit wirklich Effektivität zurande ziehen und damit
damit halt im Grunde natürlich auch Kosten sparen, was für eben dann ein Reinvest von dem ganzen Ding natürlich sehr spannend ist. Wenn ich mir Kosten sparen kann, habe ich sehr viel schneller die Kosten auch wieder drin. Also von dem her, mach dir darüber eben ausführlich Gedanken. Wenn du da Unterstützung brauchst, vielleicht einfach nochmal ein bisschen Ratschlag, wie die verschiedenen Märkte aussehen, dann melde dich einfach gerne bei uns. Geh im Grunde einfach auf, wie bekannt, auf die Webseite germanlabs.com und dann hören wir uns einfach mal in einem gemeinsamen ersten Gespräch und können dann gemeinsam eben schauen, wie sieht die richtige Strategie für dich und dein Unternehmen aus. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Lass es gut gehen. Ciao.